Im Schnee haben sie normalerweise nichts zu suchen. Kraniche mögen eisige Temperaturen überhaupt nicht, weshalb es sie im Winter in wärmere Gefilde zieht. Doch seit einiger Zeit scheint das nicht mehr zu stimmen. Wie hier vor Burg Chemnitz bei Bitterfeld landen 50 bis 60 Kraniche Anfang Februar im tiefsten Schnee. Für die Vögel ein ungewohntes Terrain. Nahrung scheint nicht in Sicht. Vom Flug geschwächt sind sie eine leichte Beute. Die Kraniche, die vor 60, 100 Jahren noch bis Afrika, Nordafrika geflogen sind, jede Menge Abbildungen in ägyptischen Gräbern zum Beispiel, die fliegen heute maximal noch bis Spanien, bis in die Extremadura. Die meisten aber, die bleiben schon in Nordfrankreich. Im letzten Jahr hier in dieser Ecke 3600 Kraniche haben überwintert im Schnee. Vogelkundler erklären das seltsame Verhalten mit dem Klimawandel. Die Kraniche und andere Zugvögel haben ihn schneller bemerkt als die Menschen. Rund 2 Wochen wird es in den letzten Jahren eher Frühjahr, 10 bis 12 Tage später Herbst. Die Vögel nutzen das aus und brüten zeitiger. Die Zeichen, dass die Kraniche Schnee und Eis überleben werden, stehen gut. Ein paar Maiskrümel finden sich überall und so wird bereits im Schnee mit dem Hochzeitstanz begonnen. Wer früh seine Eier legt, kann mehr Junge aufziehen. Na klar, warum sollten die denn so weit fliegen? Was ist denn ein Zugvogel, ein armer Kerl? Wenn er weit fliegt, verbraucht er sehr viel Energie, wird er möglicherweise noch vom Pfeil getroffen oder heutzutage vom Gewehr. Also, wer wenig weit zieht oder wer gar nicht wegfliegt, selbst wenn es hier kalt ist und ein bisschen weniger Nahrung gibt, der hat immer noch bessere Karten als einer, der das fast macht, was seine Vorfahren schon gemacht haben, nämlich bis weit nach Afrika fliegen. Ist es manchen Kranichen in unseren Breiten doch zu kalt, fliegen sie einfach wieder weg. Für die Vögel kein Problem. 200 bis 300 Kilometer bewältigen sie am Tag. Störche vertragen sogar 20 Grad minus. Und so überwintern diese 2 in Görsbach südlich von Nordhausen. Sie haben sich zweckmäßige Horste ausgesucht. Hoch genug, um den Überblick zu haben und fußwarm. Nur mit ihrer Nahrung wird es knapp. Störche sind Fleischfresser und im Winter auf Zufütterung angewiesen. Immer mehr Störche lernen, hier zu bleiben. Diese Zuggeschichten, wann fliegt man weg, wann fliegt man los, wann dreht man um in Afrika, die sind angeboren. Und es gibt immer ein paar, bei denen es angeboren, fliegt er mal 2 Wochen eher. Und diese kommen tatsächlich jetzt auch schon 10 Tage, 12 Tage eher, haben natürlich mehr Chancen beim Brutgeschäft, weil sie einfach längere Zeit haben, ihre Jungen zu füttern, ihre Jungen großzuziehen. Wer zuerst kommt, wie hier in Lohburg im Jerichoer Land, kann sich seinen Horst aussuchen. Wer zu spät ist, muss neu bauen. Das dauert oft ein ganzes Jahr, in dem die Störche gezwungen sind, mit dem Brüten auszusitzen. Der frühe Zugvogel kriegt eben das beste Nest.